Jedes One Piece Kapitel ist zurzeit eine 10 von 10. Oda zeigt Charaktere, wo wir von Jahren noch geträumt haben. Sei es jetzt Garp, Shanks oder die Blackbeard Piraten. Doch welche namhaften Charaktere kennen wir, aber haben noch nicht ihre Fähigkeiten, ihre Kraft gesehen? Genau darum geht's heute, diese Charaktere nochmal aufzuarbeiten, meine Erwartungen an diese Charaktere zu stellen. Gleichzeitig weiß ich, dass ich so ein Video nicht lange machen kann, denn Oda wird diese Charaktere höchstwahrscheinlich in naher Zukunft enthüllen. Und wenn ihr artig bis zum Ende dran bleibt oder vorskippt, habe ich noch kleine Mini-Spoiler zum nächsten Chapter für nächste Woche für euch. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Natürlich könnte man bei so einem Video jetzt die ganze Shanks-Crew runterrattern oder auch noch Blackbeard-Piraten teilweise. Aber wir konzentrieren uns heute auf die Charaktere, die wirklich noch einen wichtigen Impact in der Story haben, wie zum Beispiel Mihawk. Mihawk Falkenauge, natürlich haben wir das ein oder andere schon von ihm gesehen. Und allein der Fakt, dass wir wissen, dass er der stärkste Schwertkämpfer ist zurzeit aus der One-Piece-Welt, liefert ja schon eine Antwort. Und bei Marineford hat er halt Whitebeard angegriffen, das konnte Joso aber blockieren. Sein erster Auftritt natürlich, wo er das Schiff gespalten hat, war schon sehr krass. Was heutzutage aber natürlich jetzt irgendwie kein Maßstab mehr ist, ein Schiff zu spalten, das hat Zoro ja auch gemacht nach seinem Timeskip das erste Mal. Und da er jetzt neuerdings bei der Kreuzgilde ist und die Kreuzgilde nun mal eine Kaiser-Crew ist mit Buggy, haben wir so auch vielleicht die Prämisse, Mihawk gegen Zorro antreten zu lassen. Und so könnte man dieses Matchup endlich wahr werden lassen. Weil man hat sich immer gedacht, wie sollen die beiden nochmal gegeneinander antreten? Zorro und Mihawk, wie soll Zorro den stärksten Schwertkämpfer besiegen und damit dann selbst der stärkste Schwertkämpfer werden und seinen Traum zu erfüllen, wenn Mihawk einfach auf seiner Insel chillt und gar nicht irgendwie groß interessiert ist an irgendwas? Jetzt hat er selber gesagt oder selber angenommen, sie müssten erstmal alle Kaiser-Crews besiegen. Buggy hat ja gesagt, nein, wir müssen eigentlich nur das One Piece finden, beziehungsweise früher das One Piece finden als alle anderen. Aber ich bin mir sicher, die Kreuzgilde wird auf die Strohpiratenbande treffen. Ruffy wird auf Buggy treffen, was sehr lustig sein wird natürlich. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie ein ernster Kaiser-Crew-Kampf wird. Zumindest zwischen Buggy und Ruffy. Aber Mihawk und Zorro in zwei unterschiedlichen Kaiser-Crews. So könnte man jetzt in auch schon wirklich naher Zukunft eigentlich den Kampf wahr werden lassen. Und natürlich, Mihawk wird uns nochmal komplett zeigen, was es heißt, Schwertkämpfer zu sein in der One Piece-Welt. Der ist auf Kaiser-Niveau, meiner Meinung nach. Mindestens. Also er ist einer, wenn nicht der stärkste Charakter aus ganz One Piece. Das muss man einfach so sagen. Als nächstes natürlich in aller Munde, so der obvious Pick aus dieser Liste, ist Dragon. Monkey D. Dragon, der Charakter, von dem wir nun wirklich fast gar nichts gesehen haben, außer immer irgendwelche Grimassen, die er gegen die Zeitung macht oder gegen irgendwelche News oder irgendwelche Kriegserklärungen, die er sagt. Aber stärketechnisch, kampftechnisch haben wir nicht viel gesehen. Damals auf Locktown hat er Smoker aufgehalten, hat er irgendwie den Wind in Locktown beeinflusst, so sah es aus. Und vielleicht ist er ja der Mann mit der Brandnarbe. Vielleicht ist er der Mann, der auch andere Schiffe versenken kann mit Wirbeln im Wasser, mit Strudeln, die das ganze Schiff dann versenken, was natürlich in einer One-Piece-Welt mit die krasseste Fähigkeit ist. Das gleicht ja schon an der Wasserfrucht, das Wasser zu kontrollieren, einfach mit diesen Windstrudeln. Und ich war mir eigentlich sicher, dass wir ihn jetzt auf Egghead sehen, auftauchend, um seinen alten Freund Vegapunk zu retten. Aber, wie im letzten Video schon erwähnt, glaube ich das nicht mehr, da er auf dieser Insel auf Momori Island ja immer noch war, bei Ivankov. Und ich glaube, so schnell ist man von der Insel jetzt nicht bei Egghead. Aber Fakt ist halt, Dragon wird noch eine wichtige Rolle spielen und kämpferisch würde ich ihn auch auf Kaiser-Level einstufen. Er ist der meistgesuchteste Mann, das bedeutet eigentlich auch, er hat das meiste Kopfgeld, er hat das höchste Kopfgeld. Wahrscheinlich um und bei so 5 Milliarden, 6 Milliarden in der heutigen Zeit, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob er das alte Kopfgeld von Gold Roger halt überboten hat. Ich könnte es mir aber vorstellen. Und dann ist natürlich die Frage, warum ist er der meistgesuchteste Mann? Wegen seiner Stärke oder weil er Leute versammelt, die eine Fraktion sozusagen bilden gegen die Weltregierung, was natürlich das Gefährlichste ist für die Weltregierung? Oder weil er halt das letzte Roll-Pornoglyph hat und somit auch den Schlüssel zum One Piece und er kann kontrollieren, wer und wie das One Piece erreicht? Das ist halt die Frage. Da wir aber ungefähr einschätzen können, wie stark Sabo ist, und ich würde sagen, der ist ungefähr bei einem Admiral, was die Stärke anbelangt, zum Beispiel bei Fujitora und auf der Reverie hat er nicht so schlecht performt, denke ich mal. Wir werden das sehen im nächsten Kapitel mit der Reverie, was dort passiert ist. Und deswegen muss Dragon ja zwangsweise massiv stärker sein noch als Sabo, wenn das die Hauptstärke der Revos sozusagen ist. So, und wer A sagt, muss auch B sagen. Ein Charakter, beziehungsweise Charaktere, die in einer Gruppe immer agieren, die wir auch noch nicht gesehen haben jetzt im Kampf, sind die Gorosei und Imsama nochmal einzeln. Denn Gorosei, die fünf Weisen, die sehen wir jetzt bald. Wie gesagt, Saturn ist auf dem Weg nach Egghead und die sind alt. Die sind breite, alte Männer, Leute, die vernarbt sind. Also die werden 100% Kampferfahrung haben. Alte Männer sowieso, Leute, in One Piece vor allen Dingen, sind oftmals einfach sowas von geisteskrank, gerade aus der alten Ära. Und die sind gefühlt schon immer alt. Ich frage mich halt nur, ob sie Teufelsfrüchte haben, ob sie Haki-basiert kämpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich auch Teufelsfrüchte haben und sich nicht nur irgendwelche rausgepickt haben, sondern mit die Besten. Das könnte ich mir echt vorstellen, denn sie haben höchstwahrscheinlich auch eine Teufelsfruchtfähigkeit benutzt, und zwar die Opinomie von Law, um sich unsterblich zu machen. Denn sie sind von Ohara bis jetzt kein Stück gealtert, obwohl sie damals schon alt waren. Und ich erinnere euch mal daran, wie alt oder wie viel älter alleine Sengoku geworden ist über den Timeskip. Der ist komplett grau geworden. Oder wenn man sich Garp mal anguckt zu der damaligen Zeit und zu heute, der ist halt auch komplett grau innerhalb von den 20 Jahren. Und wenn man sich jetzt mal die Gorosei anguckt, die sehen identisch aus. Die
die werden nicht mehr älter. Die wurden unsterblich gemacht, dass sie nicht mehr altern. Von der OP-Opinomie, höchstwahrscheinlich von dem Vorbesitzer. Vielleicht haben sie die Teufelsfrüchte auch in irgendwelche Sklaven verfüttert, damit die sie unsterblich machen. Deswegen, die sind mit Teufelsfrüchte und mit Teufelsfruchtfähigkeiten vor allen Dingen sehr vertraut. Deswegen glaube ich auch, dass sie Teufelsfrüchte haben. Ich würde es irgendwie feiern, aber dann dürften das halt nicht solche random komischen Soan-Früchte sein oder irgend so ein Blödsinn. Das müsste schon was sehr Krasses sein. Wenn schon mystische Soan-Früchte, für mich die beste Art der Teufelsfrüchte, das wäre krass, wenn sie alle irgendwie eine Gottheit sind. Sowas wie jetzt Sonnengott Nika, wenn sie auch Götter sind, mit Götterfrüchten sozusagen ausgestattet. Das wäre natürlich richtig krass. Und Imsama haben wir halt auch noch nicht kämpferisch gesehen. Bei Imsama kann man nur ungefähr einschätzen, ob Imsama diesen Laser selber kontrolliert, selber beherrscht oder selber erzeugt, den sie oder er auf Lulucia abgefeuert hat, auf Sabo. Ist halt die Frage, ist das eine Teufelsfruchtfähigkeit? Ist das vielleicht irgendwie eine Satellitenkanone, eine Erfindung von Vegapunk? Dann werden wir das höchstwahrscheinlich auch bald von Vegapunk erfahren. Aber wenn das die Fähigkeit von Imsama ist, dort oben auf dem leeren Thron, auf Mary Jo, auf der Redline zu sitzen und einfach frei zu entscheiden, eine Karte zu nehmen und dort auszustreichen, einfach welches Fleckchen Land ausgelöscht werden soll und das dann selber mit der Fähigkeit von Imsama zu machen, ist für mich einfach mit das Krasseste, was wir je gesehen haben, wenn das wirklich von Imsama die Kraft ist. Ich hoffe mal, dass es nur eine antike Waffe ist, ihr wisst, wie ich das meine, also Uranus, dass Imsama einfach die Kraft von Uranus hat und das einfach über den Wolken, denn der Himmel hat sich ja auch dunkel zugezogen, dass das irgendwie so eine Himmelskanone ist, die halt runterschießt. Ihr kennt die alte Theorie, ich mache bald nochmal was zu antiken Waffen, ein Video, das wäre halt krass, aber ansonsten, Imsama müsste halt oder muss einfach auch eine überkrasse Fähigkeit haben, auch unsterblich sein, nicht mehr altern und auch dazu eine krasse Teufelsfrucht meiner Meinung nach. Genau wie Weeble. Edward Weeble, ein Charakter, der jetzt gerade gefangen genommen ist von Green Bull, wo wir auch nur laut Kizaru wissen, dass er so stark sein soll wie ein junger Whitebeard jetzt, Edward Weeble, der, obwohl der so albern aussieht und so zusammengeflickt, zusammengenäht aussieht. Und wir ja neuerdings wissen, dass Stussy, seine vermeintliche Mutter, damals mit Vegapunk zusammengearbeitet hat, bei den Mads und höchstwahrscheinlich auch bei den Forschungen mit Klonen und sowas mitgeforscht hat. Und dann nach der Trennung von Mads hat sie auf ihre alten Tage vielleicht versucht, sich selber einen Klon zu erschaffen, einen Klon von Whitebeard irgendwie. Vielleicht hat sie ein goldenes Haar von Whitebeard erhascht und hat sich da so irgendwie in ihrem Labor zurückgezogen und hat da diesen Weeble zusammengeflickt. So in etwas könnte ich mir das vorstellen, dass wirklich irgendwie die DNA von dem echten Whitebeard doch in Weeble steckt, aber halt komplett misslungen so. Nicht wie Stussy selbst, also Stussy ist ja der Klon von Miss Bucking, die eigentliche Stussy. Deswegen bleibt abzuwarten, wie stark wirklich Weeble ist und ich bin mir sicher, den werden wir bald sehen. Die Frage ist nur, wo ist er festgenommen? Ist er jetzt von Green Bull nach Impel Down verschleppt worden, nach Mary Joa? Ist er irgendwie noch auf einem Marineschiff gerade? Für mich ist Weeble eigentlich und Stussy bzw. Miss Bucking eigentlich, sind das für mich auch Kandidaten, die vielleicht zur Kreuzgilde kommen könnten. So, und ich habe letztens schon mal ein Video gemacht über vergessene One-Piece-Charaktere und es ist für mich auch immer noch ein vergessener One-Piece-Charakter, nicht wie die anderen, die ich gerade erwähnt habe, und zwar Kong, der die ganzen Streitmächte der Weltregierung kommandiert. Beziehungsweise, so war es noch vor dem Timeskip. Ich bin gespannt, ob es halt immer noch so ist. Wann werden wir ihn sehen? Werden wir ihn überhaupt sehen? Wie stark ist er? Für mich hat er einfach die Gorilla-Soan-Frucht, die wir immer noch nicht gesehen haben in One-Piece, obwohl es ja eigentlich so eine Standard-Soan-Frucht ist, sag ich mal, so ein Standard-Tier, auf was man ja eigentlich sofort kommen würde, wenn man solche Tierfrüchte erstellt für ein Werk. Und er ist auch ebenfalls komplett alt und komplett vernarbt. Und halt übertrieben muskulös. Das spricht auch für einen Soan-Nutzer, weil die halt auch körperlich auf jeden Fall was drauf haben müssen. Ich würde Kong stärketechnisch vielleicht jetzt so immer noch vielleicht sogar auf Admiralslevel einschätzen. So Fujitora, Green Bull, Kizaru-Niveau vielleicht. Also wenn der halt immer noch so krass ist wie früher. Wir wissen, dass zum Beispiel Rayleigh oder vielleicht sogar auch Garp ein bisschen Stärke verloren haben über die Jahre. Nicht mehr in ihrer Prime sind, aber halt immer noch Leute. Wenn sie früher 100% waren, sind sie jetzt heute vielleicht 95% oder so. Also es ist halt immer noch geisteskrank. Deswegen, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wann werden wir diese Charaktere endlich in Action sehen? Welche Charaktere gibt es noch, die wir nicht in Action gesehen haben? Also, es gibt, wie gesagt, noch keine richtigen Spoiler, das erst nächste Woche, aber Leute haben schon das Chapter gelesen und es gibt schon kleine Hinweise darauf, was in diesem Chapter passieren soll jetzt nächste Woche. Kleine Bonusinfo am Ende des Videos. Und zwar soll Doflamingo drin vorkommen im nächsten One Piece Kapitel. Ich weiß nicht, ob er richtig eine Rolle spielt. Man soll nicht so hohe Erwartungen jetzt in die Doflamingo-Szene haben für das nächste Kapitel, so heißt es schon, aber er soll irgendwie wenigstens erwähnt oder sogar gezeigt werden in Impel Down, Leute. Das wäre schon sehr krass. Und wahrscheinlich die Admirale. Und ich kann mir vorstellen, dass wir dann einfach von Sabo das erzählt kriegen, was bei der Reverie war. Weil es soll auch ein Chapter sein, das wissen wir auch schon, was die Community wieder so ein bisschen spalten wird, also sprich, so eine kleine Debatte wird wieder starten. Und es ist nicht die Shanks-Mihawk-Debatte, wer ist stärker oder wer hat Angst vor wem, sondern höchstwahrscheinlich, weil auch öfter jetzt diese Admirale gepostet werden von Leuten, die höchstwahrscheinlich die Spoiler schon haben, ist es wahrscheinlich so eine Stärke-Admirals-Debatte, dass Sabo irgendwie gegen Green Bull und Fujitora gut aussah, zu gut so, dass es irgendwie Admirale schlecht dasteht. Keine Ahnung. Confirmed ist aber, Doflamingo wird in dem Chapter irgendwie auftauchen, vorkommen oder erwähnt. Ich bin erstmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.